Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin Softwareentwickler am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern. Und ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, was ist gerade aktuell im Thema Bereitstellung von Inspire-Darstellungs- und Download-Diensten? Das Thema beschäftigt uns eigentlich schon ein bisschen länger. Ich habe hier diese klassische Grafik, die ist eigentlich schon sehr häufig gezeigt worden. Die Inspire-Daten werden von den Anwendungen über Dienste genutzt. Die diensteorientierte Ansatz, das heißt, wir haben für die Metadaten werden über Suchdienste genutzt, die Geodaten werden über Darstellungs- und Downloaddienste genutzt. Und insbesondere über diese Darstellungs- und Downloaddienste möchte ich heute ein bisschen sprechen, ganz allgemein. Zum Thema Darstellungsdienste. Es gibt eine Technical Guidance, das ist eine Umsetzungsanleitung seitens der EU, wie Inspire-Darstellungsdienste umgesetzt werden können. Und innerhalb dieser Umsetzungsanleitung werden drei verschiedene Standards genannt von der OGC, von dem OGC. Zum einen WMS 111 und 130, die etablierten Standards, der Armin hat es gerade angesprochen. Und zum anderen der WMTS-Standard. Und insbesondere auf den WMTS-Standard möchte ich heute ein bisschen eingehen, weil der im Kontext von Geodateninfrastrukturen bis jetzt noch nicht so häufig aufgetaucht ist. Teilservices hatten wir in den letzten Tagen recht häufig. Es werden einfach vorprozessierte Kacheln in einer hierarchischen Struktur abgelegt. Auf der rechten Seite ist es ein bisschen dargestellt. Es muss nicht zwingend dieses Quad-Tree sein, es kann auch irreguläre Schnitte sein. Und man kann einfach diese vorprozessierten Kacheln aufrufen. In dem Fall ist es zum Beispiel auch ein auf Gauss-Krüger basierender Teilservice, das ist auch möglich. Die Vorteile, wir haben es in den letzten Tagen öfters gehört, kurze Antwortzeiten, sehr wenig Rechenleistung bei der Ausgabe von den Daten, weil die Daten nicht live prozessiert werden müssen. Und in dem Moment, wo man die Kacheln quasi nur statisch auf dem Server ablegt, ist es auch technisch sehr, sehr einfach zu realisieren. Die Nachteile sind natürlich, ich kann natürlich nicht für beliebige Maßstäbe oder Bodenauflösungen Details vorrechnen. Das geht rein aus Platzgründen schon nicht. Ebenso für viele unterschiedliche Projektionen. Und ein Problem, was man dann bekommt, gerade wenn man sehr große Teilcaches hat, ist, dass man partielle Kachelaktualisierung durchführen muss. Nimmt man jetzt als Beispiel die Flugkarte in Bayern. Wenn man die in 25 cm Bodenauflösung bereitstellt, haben wir etwa 250 Millionen Teils. Und wenn sich dann über Nacht 100 Flussstücke ändern, dann macht es eigentlich keinen Sinn, jede Nacht 250 Millionen Teils neu zu rechnen. Auch wenn das in Tagen von Cloud Computing bestimmt möglich wäre. Also hierfür sind insbesondere entsprechende Ansätze notwendig, um diese Teils, die notwendigen Teils zu identifizieren und dann auszutauschen. Ich möchte jetzt insbesondere noch ein bisschen weiter auf den Thema, auf den Standard an sich eingehen, den offiziellen WMTS-Standard. Der WMTS-Standard sieht drei verschiedene Schnittstellen vor. Zwei sind prozessorientiert, KVP und SOAP. KVP ist eigentlich ganz die klassische Variante, wie man sie auch vom WMS kennt oder auch vom WFS, über Key-Value-Paare. Man kann das Ganze über SOAP transportieren und neu hinzugekommen ist eigentlich der RESTful-Ansatz. Und die Aussage, was man unterstützen soll, ist eigentlich ein bisschen weich gehalten für meinen in meiner Einschätzung, also KVP oder REST muss man umsetzen. Zu den verschiedenen Operationen, also ich denke, Get Capabilities kennt jeder auch von den WMS-Diensten. Dieser Request oder diese Anfrage kommt aus dem sogenannten OWS-CAM-Standard. Das ist ein übergeordneter Standard, der von den ganzen weiteren OGC-Standards referenziert wird. Und im Kontext, weil man jetzt auch die ressourcenorientierten Ansatz hat, gibt es nicht nur Operationen, sondern es gibt natürlich auch die statischen Ressourcen. Get Capabilities und Get Tile sind die Pflichtoperationen bei KVP und SOAP. Und im Kontext von der Ressourcen, vom Ressourcenansatz gibt es die Ressource Service Metadata und Tile. Optional hinzu kommt natürlich auch beim WMTS die Get Feature Info. Und beziehungsweise die korrespondierende Ressource Feature Info für die Abfrage der Sachinformationen. Ein wichtiger Begriff in dem Kontext von Teilservices ist das Thema Teilmetrics bzw. Teilmetrics-Set. Und zwar ist es so, im Gegensatz zum WMS, beim WMS stellt sich immer die Frage, welches Koordinatenreferenzsystem unterstützt der WMS? Bei Teilservices geht es um viel, viel mehr, weil ich muss zum einen wissen, welche Auflösungen werden von dem Ganzen unterstützt und zum anderen muss ich wissen,
wie ist die geometrische Lage der Teils? Das heißt, zunächst einmal werden diese Auflösungen festgelegt, zum Beispiel, das nennt sich im Standard zum Beispiel Well-Known Scale Hints oder Scale Sets, und anschließend bilde ich daraus eine sogenannte Teilmatrix. Eine Teilmatrix könnte man als eine Zoomstufe bezeichnen. In der Zoomstufe ist zum Beispiel festgelegt, ganz wichtig, welche Bodenauflösung hat diese Zoomstufe. Dann ist festgelegt die obere linke Ecke und die Größe und die Anzahl der Teils jeweils in X- und Y-Richtung. Damit ist das Ganze geometrisch festgelegt. Und verschiedene Zoomstufen bilden ein Teilmatrix-Set. Diese Zoomstufen müssen aber, wie gesagt, die müssen nicht linear sein, die können auch irregulär sein. Und man muss nicht zwingend alle Teils in allen Zoomstufen bereitstellen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der von diesem Standard unterstützt wird. Hier habe ich nochmal ein paar Beispielaufrufe. Einmal die klassischen Aufrufe von WMTS über KBP. Sieht so aus wie bei WMS oder bei BFS, außer dass die entsprechenden Query-Parameter ein bisschen anders sind. Und beim serviceorientierten Ansatz sieht man auch, was der große Vorteil davon ist. Es kommen Standardmechanismen von HTTP zum Tragen. Es findet zusätzliche Caching auf Client-Ebene statt, etc. Nun mal zu der grundsätzlichen Funktionsweise von WMTS. Also ein WMTS-Client greift auf einen WMTS-Server zu und dieser wiederum hat die Teils in einem Teilstore. Das habe ich jetzt einfach mal so abstrakt bezeichnet. Die Frage ist jetzt, wie kommen diese Teils in diesen Teilstore? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele rausgenommen. Es gibt den Ansatz über Renderer, zum Beispiel Mapnik im Bereich von OSM oder auch in anderen Bereichen, die Teils einfach zu prozessieren und in diesen Teilstore voller Datensatz einzusetzen, reinzuspeichern. Der andere Ansatz ist zu sagen, ich nehme den WMTS und greife im Hintergrund auf einen WMS zu. Ich habe jetzt auch die abstrakte Bezeichnung Teilstore mal in Teilcache geändert. Das heißt, der WMTS macht eine Anfrage, ich möchte die Kachel XYZ. Der WMTS-Server schaut in seinem Cache, ist die Teil da und ist die Teil noch gültig, also mit einer gewissen Aktualität. Und falls das nicht der Fall ist, greift der Teil-Server auf den WMS zu, transformiert diesen XYZ-Request in einen ganz normalen GetMap-Request, holt die Kachel und speichert die temporär in den Teil-Cache. Und damit man das Ganze nicht völlig willkürlich macht, das heißt zufällig diesen Cache füllt, gibt es spezielle WMTS-Clients, Roboter, die systematisch gewisse Gebiete abfahren und die nennt man Seeder. Und eine ganz große Thematik, die sich bei der praktischen Umsetzung von dem Thema WMTS ergibt, ist die Frage, wie speichere ich die Teils effizient auf meinem Dateisystem, auf meinem System oder was verwende ich quasi als Teil-Store? Die einfachste Variante ist natürlich das Dateisystem. Wobei man da sehr darauf achten muss, dass man das richtige Dateisystem wählt. Es muss insbesondere performant und leistungsfähig sein für viele, viele kleine Dateien. Eine weitere Möglichkeit ist SQLite. Also man verwendet einfach SQLite-Datenbanken und dort gibt es inzwischen auch definierte Schemata. Beispielsweise von Mapbox, diese MB-Tiles-Specification. Und inzwischen, wir haben es gestern gehört, von der Frau Drackers im Vortrag über das OGC gibt es den OGC Tube Package Standard, der besteht aus zwei Komponenten. Eine Komponente ist zum Abspeichern von Teils. Und dieser Standard orientiert sich ein bisschen an dem MP-Tile-Standard, hat ihn noch deutlich erweitert. Und damit hat man quasi einen OGC-Standard als Backend für WMTS, mit dem man quasi die Daten auch interoperabel nutzen kann. Eine weitere Frage ist, eine weitere Möglichkeit sind NoSQL-Datenbanken. Wir hatten den Vortrag von Volker Mische über das Thema CouchDB, wo er insbesondere gezeigt hat, wie er von einem System auf das andere System die Teils repliziert. Das ist ein ganz großes Thema bei dem Ganzen, wenn man sehr große Mengen von Teils hat. Man möchte die auf eine verteilte Architektur verteilen. Und dann gibt es zwei Fragen, wie partitioniere ich das Ganze und wie repliziere ich das Ganze und insbesondere diese NoSQL-Datenbanken. Wir von der Bayerischen Vermessungsverwaltung kommen aus dem Java-Umfeld, wir setzen Apache Cassandra ein, haben dort sehr einfache Strategien oder können das Ganze sehr einfach, ist quasi schon alles implementiert, um die entsprechenden Daten mit der entsprechenden Redundanz zu replizieren über verteilte Systeme.
Die letzte Möglichkeit, die es noch gibt, ist der TIFF-Standard selbst. Der TIFF-Standard sieht vor, dass in der Regel werden die Daten zeilenweise gespeichert, aber der Standard gibt durchaus auch die Möglichkeit, direkt schon als Teils abzuspeichern. Und es gibt inzwischen auch einige Implementierungen, die sich einfach dieser Methodik zu nutzen machen. Die große Frage in dem ganzen Kontext ist natürlich, wenn ich mal Millionen oder Milliarden von Teils gerechnet habe und ich möchte die unter Umständen mit verschiedenen Softwareprodukten nutzen, kann ich da mit den verschiedenen Softwareprodukten interoperabel auf diese Tile-Stores zugreifen? Und insbesondere, wir haben inzwischen sehr viele WMTS-Implementierungen, ich werde nachher noch ein paar nennen, aber im Backend-Bereich ist das sehr heterogen. Und zum Beispiel mit dem OGC Geo-Package-Standard kann sich das Ganze dann wesentlich verbessern. Ich habe momentan noch keine WMTS-Implementierung gesehen, die sich schon das OGC Geo-Package draufgeschrieben hat. Das wäre vielleicht mal ein Ansatz. Und damit kann man die Daten dann auch im Hintergrund interoperabel nutzen und auch verschiedene Implementierungen ausprobieren und ohne Details neu generieren zu müssen. Wer schon MP-Tiles nutzt, es gibt einfache Konverter von MP-Tiles nach OGC Geo-Packages überhaupt kein Problem. Nur andersrum geht es nicht, insbesondere dann, wenn man verschiedene Teilmatrizen einsetzt. Was will jetzt noch zusätzlich Inspire? Also Inspire verwendet in der Regel OGC-Standards und gibt dann noch in einem Profil gewisse zusätzliche Anforderungen vor. Zum einen sollen die Capabilities mehrsprachig sein, wobei mindestens eine Sprache unterstützt werden muss. Es muss nur klar dokumentiert sein, dass nur eine Sprache enthalten ist. Die Inspire-Metadaten-Elemente müssen integriert werden, beziehungsweise die entsprechenden Dienste-Metadaten müssen verlinkt werden. Wir haben es vorhin kurz gesehen beim Armin auf der einen Folie. Das war die Inspire-Extension in den OGC-Diensten. Und ebenso muss die Datendienste-Kopplung unterstützt werden. Das Thema hatten wir auch. Ganz wichtiger Aspekt ist noch, dass als vorgesehene Tile-Metrics-Set Inspire ein eigenes Tile-Metrics-Set definiert hat, das von den Zoom-Stufen, von den Bodenauflösungen sich an Google orientiert, aber vom Schnitt der Tiles etwas verändert wurde, um speziell die Anforderungen von Europa zu betonen. Zu den Produkten. Wir haben in den letzten Tagen einige Vorstellungen dazu gehabt. Die Grid 3 kann WMTS, GeoServer bzw. GeoWebcache kann WMTS 1.0, MapProxy aus dem Python-Umfeld kann WMTS 1.0 und UmnMapServer mit dem Apache-Modul MapCache kann auch WMTS 1.0. Zusätzlich kann ich Ihnen noch die Seite des OGC empfehlen. Dort gibt es für jeden Standard eine Implementierungsübersicht, wo man das Ganze nachrecherchieren kann. Sollten Sie diesen Standard implementieren und sind dort noch nicht eingetragen, schicken Sie bitte eine Mail ans OGC. Nochmal zusammenfassend zum Thema WMTS. Ja, eigentlich sollte man KVP und REST unterstützen von den Encodings, weil wir haben festgestellt, dass verschiedene Clients häufig manchmal nur die eine oder die andere Variante unterstützen. Das heißt, falls Sie ein Datenanbieter sind und Sie möchten WMTS anbieten, achten Sie darauf, dass Sie beide Schnittstellen anbieten. Bei der Frage der Koordinatenreferenzsysteme schauen Sie, dass Sie vorhandene Tile-Metrics-Sets verwenden und vermeiden Sie quasi zusätzliche zu entwerfen. Beispielsweise, es gibt für Google und WGS84 gibt es im Standard selbst welche. Inspire hat eine für Europa vorgegeben und für verschiedene Länder, zum Beispiel UTM-32, hat die ADV einen Vorschlag gemacht. Den kann man dann ganz einfach übernehmen. Und wir haben es vorhin noch gehört, WMTS auf der Grundlage von WMS erhöht die Flexibilität enorm. Also es gibt immer wieder auch Kunden, die können keine Teilservices nutzen, die Clients unterstützen es noch nicht, sie brauchen doch ein anderes Koordinatenreferenzsystem und wenn man die WMTS quasi auf Grundlage von WMS erstellt, erhöht das die Flexibilität enorm, weil man hat immer noch den WMS, den man im Bedarfsfall anbieten kann. Man muss sich natürlich dann auch mit etwas anderen Problemen noch lösen, beispielsweise Schriftsatz oder so, wenn Teils daraus generiert werden. Aber auch dafür gibt es inzwischen Lösungen. In dem Kontext vielleicht noch ganz wichtig, überprüfen Sie die WMS, ob Sie das Spherical Mercator-System unterstützen. Das wird in dem Kontext immer bedeutender. Offizieller EPSG-Code 3857. Genau, und beim Tilestore, das sollte möglichst interoperabel nutzbar sein. Jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen was zum Thema Inspire-Download-Dienste berichten.
Ich habe letztes Jahr auf der Vosges einen relativ ausführlichen Vortrag über das Thema gehalten. Deswegen möchte ich dieses Jahr nur so ein bisschen kurz, was gibt's Neues aus dem Thema? Nochmal zur Zusammenfassung. Inspire Download-Dienste können entweder als Predefined Atom, als Predefined WFS oder als Direct WFS realisiert werden. Die WFS-Umsetzungen basieren auf der Simple WFS-Klasse bzw. auf der Basic WFS-Konformitätsklasse des WFS 2.0 Standards und sind für Vektordaten geeignet. Eine neue Entwicklung hat sich ergeben. Der UMN-MMF-Server bekommt momentan die Implementierung für WFS 2.0. Das ist schon relativ weit fortgeschritten und soll ab der nächsten Map-Server-Hauptversion, Map-Server 7.0, enthalten sein. Nächste Woche ist in Wien ein OSGEO-Code-Sprint und dort soll ein neuer Release-Plan erstellt werden, wann mit dieser Version 7.0 zu rechnen ist. Er kann dann quasi die Simple- und Basic-WFS-Profile, einfach strukturierte Feature-Modelle bereitstellen und die Capabilities-Erweiterung unterstützt er auch. Die Datenmodellierung ist inzwischen auch weiter vorangeschritten. Früher war der Map-Server immer, hat man die Map-Server-WFS ja einfach erkannt. Die hatten alle den gleichen Namespace und haben einfach von den Datenquellen die Attribute übernommen. Inzwischen kann man das auch problemlos konfigurieren. Das heißt, man kann sagen, welche Attribute man übernehmen möchte, wie die Attribute auch mit verschiedenen Alias heißen sollen. Also üblicherweise verwendet man bei GML Lower Camel Case für die Bezeichnung der Attribute. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, ist auch ausführlich im Tagungsband enthalten. Die erweiterte Vergleichstabelle vom letzten Jahr. Inzwischen oder mit UMN Map Server 7 können dann alle oder die drei bekannten WFS-Implementierungen im Open Source Bereich alle WFS 2.0. Alle können dann das Simple und Basic Profile. Alle können über NTV2 die Daten transformieren, also das Koordinatenreferenzsystem. Sehr wichtig, insbesondere im Kontext von Vektordaten. Alle drei werden die Inspire-Erweiterung unterstützen. Und ansonsten ist die Wahl des entsprechenden Systems dann immer von seinen eigenen Bedingungen abhängig. Möchte ich eine grafische Benutzeroberfläche haben? Möchte ich das Ganze ohne Java betreiben? Oder möchte ich komplexe Datenmodelle bereitstellen, zum Beispiel Inspire AAA oder wie wir am Mittwoch gelernt haben, aus dem Aviationsbereich des Exen? Der WFS 2.0 Client Plugin, den ich damals erstellt hatte im Rahmen meiner Masterarbeit, den gibt es jetzt auch für QGIS 2.2. Und ich habe mal einen Demo-Dienst erstellt mit dem UMN Map Server Master. Und ich würde dir noch kurz zeigen. Der Demo-Dienst ist auf der Seite des Vortrags verlinkt. Dort sind auch viele Beispielanfragen zum Thema WFS 2.0. Kann man einfach mal ausprobieren und auch bei entsprechenden Rückfragen oder so an die Entwickler melden. Dafür ist das Ganze sehr einfach zu nutzen. Das heißt, ich habe hier extra die Map-File mal nicht kachiert bei dem Map-Server. Ich mache eine Get-Capabilities-Anfrage, bekomme die entsprechenden Feature-Types angezeigt. In dem Fall bei WFS 2.0 ein WFS auf den Gemeinden. Und ich kann eine der Neuerungen bei WFS 2.0, diese vorgespeicherten Anfragen, abrufen, Stored Queries. Und auch, wie gesagt, durch das Simple WFS-Profile unterstützt der UMN Map Server das Anlegen von serverseitigen Queries. Und in diesem Fall heißt das Query Gemeinde-Query. Und ich kann über den amtlichen Gemeindel eine Gemeinde abrufen. Zum Beispiel die Gemeinde München. So muss der Nutzer quasi keine eigenen Queries definieren. Die Oberfläche wird durch die Vorgaben des Servers dynamisch generiert. Das wäre es jetzt mal von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Haben wir Fragen? Hier vorne? Können Sie die Frage beantworten, die ich mir stelle, und zwar bei WMTS, das Teil, das man herunterlädt, ob das noch sozusagen gültig ist, wie läuft das dann zwischen WMTS und WMS? Läuft das wie normal bei HTTP, dass dann Anfrage kommt und der Server antwortet dann mit 300-400 modified oder dergleichen? Oder? Also man kann das in einem Server konfigurieren. Also in der Regel verwendet man bei diesen zwischen WMTS und WMS keine Standard-HTTP-Techniken. Also wir haben das beispielsweise so gemacht, dass der Seeder, wenn er die Kachel aufruft, noch einen optionalen Parameter mitgaben kann, mit dem er quasi die vorhandene Kachel überschreibt.
Das heißt, wir triggern quasi den Seeder über irgendwelche Events an. Das ist unser Ziel. Wenn sich ein Flussstück ändert, dann kann ich quasi sagen, diese Gebietsänderung übergebe ich dem Seeder und der Seeder spricht die entsprechenden Teils an mit einem Parameter, dass die überschrieben werden. So muss ich quasi kein Verfallsdatum der Teil mitgeben. Das ist unser technischer Ansatz für das Ganze. Ich finde die Frage super. Das wäre ja eigentlich klasse, wenn das über klassisches HTTP geht. Was ist der Grund, warum das nicht so ist? Ja, weil nach hinten werden ja immer dynamische Anfragen rausgerendert und die bekommen ja im Prinzip, da wird ja kein MaxAge oder so mitgeliefert vom WMS. Ja, ich vermute, dass es bei diesem WMSC-Standard gehen würde. Könnte man machen, ja. Weitere Fragen? Gibt es hier irgendwie? Ansonsten, also wir haben genug Zeit. Das ist, wir brauchen darauf keine Rücksicht nehmen. Ja, okay, dann bitte nochmal einen herzlichen Applaus für den Vortrag.